Wie verkostet man einen Wein? Schwierige Frage. Man braucht ein vernünftiges Glas, einen ordentlichen Schluck Wein und dann beginnt man mit dem Geruch und der Farbe. Die Farbe kann man als helles Gelb, Goldgelb bezeichnen. Und dann gehen wir über zu dem Geruch. Wir schwenken das Glas ein wenig, um die Aromen in dem Glas zu verteilen, dass sie nach oben kommen. Suchen uns dann verschiedene Assoziationen in unserem Kopf mit Früchten oder Ähnlichem, was uns gut passt, um den Wein zu beschreiben. Und anschließend verkosten wir. Wir nehmen einen kräftigen Schluck in den Mund. Schlürfen oder verteilen den Wein so ein bisschen im Mund, um die verschiedenen Geschmackszonen der Zunge zu nutzen und auch um den Wein im ganzen Mund gleichmäßig zu verteilen und zu spüren, wie er wirkt. Weil die Zunge auf den verschiedenen Punkten verschiedene Geschmackssensoren hat und so können wir den ganzen Geschmack des Weines komplett aufnehmen. Sehr zum Wohl.